Servus Fußballfreunde, wir vergleichen heute den Adidas Ace 17 Plus mit dem Ace 17.1. Lohnt es sich, die teure Variante zu kaufen? Und was müsst ihr beachten? Viel Spaß beim Video. Hey, I can see you feeling me. Hey, I can see the way you're watching me. Well, I'm liking your walk and how you're talking your talk. When you're coming home with me. Hey, well, I wanna see what you got. Aiming higher and take a shot. Well, I'm liking your walk and how you're talking your talk. When you're coming home with me. Oh, we could be burning brighter than the sun. You could take my body higher, higher. If you wanna come and meet my fantasy, say oh, oh, oh. If you wanna come and meet my fantasy, say oh, oh, oh. If you wanna take me over the limit, 'cause I'm giving everything I need. If you wanna come and meet my fantasy, say oh, mehr auf der Seite des Ace 17 Plus. Auf der einen Seite ist das Design besser, die Farben kommen mehr heraus und es sieht cooler aus durch die nicht vorhandenen Schnürsenkel und zum anderen ist da die Technik auch besser. Ich finde es auch geil, dass die Sohle so ein bisschen weicher ist durch das Adidas Boost Material. Wenn ihr auf den Preis schaut, dann den 17.1 nehmen. Der ist nochmal so um die 80 Euro billiger und auf jeden Fall beide Schuhe eine halbe Nummer kleiner nehmen. Vor allem beim Ace 17 Plus bin ich ein bisschen rausgerutscht, weil halt hier auch keine Schnürsenkel vorhanden sind. Also das hier wirklich beachten. Ansonsten zwei super Fußballschuhe, Haltbarkeit gut, Grip gut, Ballgefühl gut, also solltet ihr auf jeden Fall euch anschauen. Danke an Adidas für die Schuhe und wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.